Nach der Niederlage in Bocholt bleibt keine Zeit zum Wundenlecken, denn morgen bereits ist das erste Spiel im Bitburger Pokal gegen den Bezirksligisten Hilal Marok Bergheim. Ein Weiterkommen ist unabdingbar für die Alemannia, aber der Bezirksligist darf nicht unterschätzt werden. Warum? Das seht ihr nach dem Intro. Dieses Video wird wie immer unterstützt von meinen Kanalsponsoren. An dieser Stelle vielen Dank und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach hier unter dem Video in den Textbereich rein. Tag zusammen, ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Nach 9 Spielen ohne Niederlage war in Bocholt Schluss. Schluss mit lustig, die Niederlage 3:0 war enorm, aber ändert nichts, damit müssen wir nun einfach leben. Lange Zeit dem nachzutrauen haben wir eh nicht, denn wie vorher erwähnt, morgen ist die erste Runde im Bitburger Vereinspokal und da sind wir einfach gefordert, denn unser Ziel ist ja, genau diesen Bitburger Pokal am Ende zu holen. Aus Sicherheitsgründen findet das Pokalspiel morgen um 19.30 Uhr am Aachener Tivoli statt. Heimrecht hat natürlich der Bezirksligist, der aber aus Sicherheitsgründen sein Heimrecht auf dem Tivoli verlegt hat. Für die Alemannen sind die Blöcke O5 und O4 geöffnet und der S3-Block, die Stehplatztribüne, Werner-Fuchs-Tribüne und für die Gäste N1, der Gäste-Stehplatz und N2, der Gäste-Sitzplatz-Block. Der Fokus liegt jetzt auf dem Pokal und der ist auch enorm wichtig, denn mit Gewinn des Pokals qualifiziert man sich automatisch für die erste Hauptrunde im DFB-Vereinspokal. Was alles passiert, haben wir ja noch vor wenigen Jahren gesehen. Ich glaube, rund 5 Jahre ist es her. Da haben wir auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gespielt gegen Bayer Leverkusen. 1:4 am Ende nach starkem Fight verloren. Aber da wollen wir natürlich wieder hin. Denn es bringt uns natürlich nicht nur einen finanziellen Vorteil, sondern auch wieder einen vollen Tivoli. Nun geht es aber im Landespokal, im Bitburger Pokal, gegen den Bezirksligisten Hilal Marok Bergheim. Diese gewannen am letzten Wochenende ihr Spiel gegen SC Wiskirchen mit 4:3 und belegen aktuell den 3. Tabellenplatz in der Bezirksliga. Hilal Marok Bergheim aus dem Rhein-Erft-Kreis wurde 1994 gegründet. Nach der Gründung schafften sie in kürzer Zeit den Aufstieg bis hin zur Bezirksliga in nur wenigen Jahren und haben es sogar geschafft, in die Mittelrheinliga aufzusteigen. Da waren sie von 2016 bis 2018 vertreten, ehe sie dann wieder absteigen mussten in die Landesliga und jetzt wieder in der Bezirksliga gestrandet sind. Vorsicht ist geboten vor ihrem Top-Torjäger, der in 13 Spielen schon 12-mal getroffen hat. Hat natürlich seine Qualitäten, denn er hat auch schon in der Mittelrheinliga gespielt. Er kam vom Mittelrheinliga-Absteiger Blau-Weiß-Friesdorf nur zur neuen Saison nach Bergheim und hatte zuvor schon bei Eintracht Rohkeppel und bei FC Hennef in der Mittelrheinliga gespielt. Also, da ist schon ein ganz erfahrener Mann vorne drin. Und auf den gilt es aufzupassen. Alemannia will den Gegner aus der Bezirksliga natürlich auf keinen Fall unterschätzen, denn es sollen natürlich nicht nur Spieler eingesetzt werden, die bisher wenig Spielzeiten bekommen haben, sondern es werden auch Spieler eingesetzt, wo man gedacht hätte, sie sind nicht dabei. Aber aufgrund der vielen Verletzungen und auch Ausfällen, die wir zu beklagen haben, müssen dann auch doch jene ran, die schon in Bocholt mit dabei gewesen sind. So werden wir vorne wahrscheinlich im Sturm zum ersten Mal das Duo Marc Brasnitsch und Kas Peters sehen, aber auch Vincent Schaub und Bejan Ametov werden mit dabei sein. Ebenso Bastian Müller, der ja per roter Karte eigentlich gesperrt ist für die Liga, aber im Pokal darf er halt eben weiter ran. Hängt natürlich davon ab, wie seine Verletzung aussieht, ob er mitspielen kann. Genauso wie für Franco Uzelak, der ja auch krankheitsbedingt passen musste in Bocholt. Aber vielleicht ist er dann morgen wieder mit dabei. Im Tor wird sich nichts ändern, da setzt Heiner Backhaus weiter auf Marcel John. Da will er keine Änderung herbeiführen und auch er nimmt diese Partie äußerst wichtig, denn wie erwähnt, ein Weiterkommen ist absolute Pflicht. Bis heute wurden gut über 1000 Tickets verkauft, da geht natürlich immer noch mehr. Aber wenn wir morgen dann spielen um 19.30 Uhr, wenn der Anpfiff erfolgt ist, wird bereits um 20 Uhr die nächste Runde, das Achtelfinale im Bitburger Pokal, ausgelost. Und dann werden wir nach dem Spielende erfahren, gegen wen wir dann, oder halt eben Hilal Marok Bergheim, dann erfahren, gegen wen man spielen wird. Natürlich hoffen wir, dass wir dann dabei sind im Achtelfinale. Hier sind übrigens noch die Ergebnisse aus der ersten Runde, denn die erste Runde wurde ja bereits letzte Woche gespielt und wir schließen quasi die erste Runde mit dem Spielt morgen gegen den Bezirksligisten ab, demzufolge dann auch die Auslosung morgen Abend. Ja, wie sind eure Tipps morgen? Seid ihr morgen überhaupt im Stadion dabei? Unterstützt ihr Alemannia? Und was denkt ihr, wie werden wir spielen? Werden wir gewinnen? Werden wir verlieren?
Ich tippe mal, dass wir das Spiel morgen glatt mit 8:0 gewinnen werden. Schreibt es mal in den Kommentaren rein, was ihr denkt und wie ihr das seht und wieso die Gemütslage ist nach der Bocholt-Pleite und jetzt im Bitburger Pokal, dass man sich da quasi die Zuversicht, die Energie und auch die Treffsicherheit wiederholt, um am Freitag gegen den SC Wiedenbrück in der Liga dann die 3 Punkte am Tivoli wieder zu holen, damit es auch in der Regionalliga West weiterhin nach oben geht, auch wenn wir jetzt kurzzeitig ausgebremst worden sind. Denkt dran, immer optimistisch bleiben. Ich bin es immer und da kann mir auch keiner kommen und mir irgendwas anderes einreden. Ich bin so lange optimistisch, bis das Schiff untergegangen ist. So, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Bestimmt sehe ich den einen oder anderen von euch morgen auf dem Tivoli und wenn nicht, dann sehen wir uns eventuell am Freitag gegen Wiedenbrück. Irgendwo am Tivoli. In diesem Sinne, Adi da Tozins. Ciao, macht's gut, euer Kartoffelkäfer Dirk.